Ja, hallo liebe Fußballfreunde, hallo liebe User von MFS Fußballtraining TV. Herzlich willkommen zur 58. Folge von Einfach besser Fußball spielen. Wir sind wieder der Michi. Servus. Und ich der Jojo. Und wir haben wieder einen bunten Strauß Themen. Apfelstrudel dabei. Ja, ein Apfelstrudel, ja. Der war auch dabei, das Bild habe ich schon oft so oft gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Bevor wir anfangen, ganz wichtig, die Marketingabteilung sitzt gerade vis-à-vis im Nachbarbüro. Ja. Und hatten schon wieder geschimpft. Warum? MFS Player sollen wir doch bitte nochmal. Okay, da fangen wir doch da mal damit an. Genau, MFS Player gerne nochmal. Sei es gesagt, wir haben eine neue Seite am Start. MFS Player für eure Spieler. Eine richtig, richtig coole Sache. Ist im Prinzip eine Seite, wo ganz, ganz viele Videos sind, wo die Spieler sich die Tricks anschauen können. Aber nicht nur Tricks. Was haben wir dabei? Ballannahmen, wir haben Schusstechniken, Ballannahmen hoch, flach, halb hoch, verschiedenste Dinge. Wir haben Athletik. Athletische Übungen sind dabei, ja. Es wird wöchentlich, kommen immer neue Videos dazu. Es kommen noch mehr Sachen dazu. Permanent. Es kommt Ernährung, sowas in die Richtung. Ist auch geplant. Sowas ist geplant, gibt es jetzt noch nicht, aber ihr seht, es kommt immer mehr dazu, es wird immer mehr wachsen. Und genau, da können die Jungs und Mädels sich einfach sich diese Videos anschauen können, mit Kumpels zusammen auf den Bolzer gehen, die Tricks üben, sich nochmal anschauen, wie funktioniert es nochmal genau. Und ja, sind auch ganze Übungen drin. Ja. Also Torschussübungen, Koordinationsübungen, Schnelligkeitsübungen, alles mit Torabschluss immer dabei. Die sind so aufgebaut, dass sie alleine trainieren können oder zu zweit. Ja, ja, also richtig so coole Sache. Ein persönliches Individualtraining quasi sehr einfach zu machen. www.mfsplayer.com Falsch. www.mfs-player.de. Oh, schau. Das Minus ist wichtig. Ist wichtig, sehr gut. mfs-player.de. So ist es. Also wer Bock hat, mal anschauen. Gerne auch seinen Spielern weitergeben. Total empfehlenswert. Und erleichtert die Arbeit des Trainers dann enorm, weil wenn der jetzt so unsere Dinge trainieren würde im Training, und die Spieler haben ein paar Tricks sich selber beigebracht schon oder so ein paar Themen wie Schiebekontakt zum Beispiel oder sowas, dann können die das schon, dann kann der Trainer schon auf einer ganz anderen Ebene einsteigen. Also es ist total empfehlenswert, und wenn wiederum der Trainer es seinen Spielern empfehlen würde. Du kannst natürlich, was auch total cool ist, den Kindern dann Hausaufgaben geben. So ist wenn jetzt quasi deine ganze Mannschaft das hätte, mal hypothetisch gesprochen, dann kannst du sagen, so Freunde, jetzt Übersteiger, wird nochmal geübt, das und das Video, bitte anschauen, üben, beim nächsten Mal wird es Bestandteil des Trainings sein und wenn ihr das schon könnt, ist es super, deswegen Gas geben. Und das geht auch wieder dann in die Richtung, das können wir vielleicht nochmal kurz ansprechen, der Wiederholungszahlen. Wie oft muss man einen Trick üben, damit du ihn perfekt beherrschst? 5.000 bis 6.000 Mal, lieber Johannes. So, ist das im Training möglich? Nein, mein lieber Johannes. Das heißt, ich muss was machen? Üben. So, genau. Also im Prinzip geht es auch darum ein bisschen, die Techniken, also es sind ja nicht nur Tricks, auch jede andere Technik muss geübt werden und die Zeit im Training reicht dazu einfach nicht aus. Deswegen Bolzplatz-Mentalität, ne? Wir müssen sicher auf den Bolzplatz gehen, kicken und da einfach diese Dinge üben. Genau. So. Kann man da ein bisschen schissen. Gut. Schissen üben. Schissen üben wie dieser Ronaldo. Dann brauche ich die erste Blume von dir, ja, von unserem Strauß. Beobachtung der Woche, sag was. Sag Beobachtung der Woche. Du wolltest doch den Trailer da machen, den Teaser. Den Teaser. Die Beobachtung. Die Beobachtung der Woche. So, jetzt. So. Ja, schön. Sonst sage ich sie nicht. Ja. Mir ist Folgendes aufgefallen, das glaube ich ist sogar ein bisschen ein größeres Thema. Und das könnte jetzt auch, als ich das aufgeschrieben habe, es könnte sogar so ein bisschen ein Reizthema sein, habe ich mir gedacht. Mir ist aufgefallen bei Jugendspielen, bei denen noch viele Eltern zuschauen, also sprich Kleinfeldbereich, in der D-Jugend noch, so ab der C-Jugend kommen ja dann doch immer weniger Eltern aus meiner Beobachtung zumindest heraus. Und da ist dann diese Thematik nicht mehr so groß vorhanden. Aber da ist mir eben aufgefallen, Kleinfeldbereich und D-Jugendbereich, wo noch viele Eltern dabei sind und wo sie nah am Spielfeldrand stehen, da herrscht ja immer ein schöner Lärm. Mhm. Ja, da wird gejubelt, geschrien, geklatscht, Schiedsrichter werden leider auch schon, die Ehrenamtlichen da immer wieder mal auch angegangen und so weiter und so fort.
Das haben wir ja schon gesagt, dass da eigentlich keine schöne Lernatmosphäre sehr oft herrscht, weil der Trainer seine Ansagen sagt, die Eltern geben auch noch oft Ansagen mit, also da ist oft wirklich ein bisschen Durcheinander drin. Und da ist mir jetzt aufgefallen, dass natürlich auch bei solchen Spielen sehr viel gejubelt und geklatscht wird. Und dabei ist mir aufgefallen, nur leider halt eigentlich immer zu den falschen Dingen. Also es ist ein Beispiel, ein Gegner dribbelt über den Flügel links an, im 7 gegen 7 E-Jugendspiel. Ja, er dribbelt an, er legt sich den Ball so ein bisschen zu weit vor. Der Verteidiger vom eigenen Team kann jetzt diesen Ball ablaufen. Und er läuft auch super dahin zum Ball, aber anstatt ihn quasi dann abzulaufen, um ihn dann mitzunehmen nach hinten weg, weil er ihn zu weit vorgelegt hat, und zum Torwart zu spielen, um im Ballbesitz zu bleiben, schießt er den einfach 10 Meter über Seiten aus raus und alle, und es ist eigentlich so ein wirklicher Druck dabei, also erklärt die Situation, aber eigentlich war der Druck nicht so groß, als dass man jetzt nicht einfach mal den Ball mit der Außenseite hätte mitschieben können, Körper dazwischen stellen, Pass zum Torwart, Spielaufbau neu. Sondern er schiebt ihn raus oder schießt ihn weit weg und alle sagen, super gemacht und jubeln. Ja. Und feiern das total. Ja. Oder der Torwart bekommt einen Ball entweder vom eigenen Mitspieler angespielt oder vom Gegner, der auf verunglückten Schuss hat oder sowas. Es ist überhaupt keine Drucksituation da. Er könnte den Ball jetzt super annehmen, sich das Ganze in Ruhe anschauen, Spiel neu eröffnen und er schießt ihn halt einfach direkt weg. Und alles schreien wieder, super, klasse, gut gemacht. Und das Ding fliegt in die gegnerische Hälfte als Effe halb links in Seiten aus und alle jubeln. Ja. Also es wird quasi, es werden praktisch Dinge bejubelt und beklatscht, die in der Ausbildung ergebnisorientiert betrachtet werden. Ja? Und dann freut man sich, weil die Situation ist geklärt. Das haben wir jetzt gut überstanden quasi. Ja? Es ist nichts Schlimmes daraus passiert. Die aber eigentlich für die Ausbildung der Kinder natürlich langfristig wieder betrachtet eben Quatsch sind. Sie sollen ja eben den Ball annehmen, sie sollen lernen, die Dinge technisch zu lösen, und damit, was wir alle schon hier so hundertfach auch besprochen haben. Und dann sind diese positiven Signale an die Kinder in dem Moment genau das Falsche, weil das Kind natürlich sich denkt, ja, alles richtig gemacht. Und naja, eigentlich nicht. Das ist halt der Punkt. Ich habe noch ein Beispiel für dich. Was hältst du oder was sagst du zu dem? Der gegnerische Torwart hat den Ball, will ihn rausschießen, der Ball rutscht ihm ab und springt genau dem Stürmer vor die Füße und er schiebt den Ball ins leere Tor. Und alle, ja, yeah, super, geil, Tor. Also du meinst jetzt wirklich für den Stürmer? Genau. Ja, yes, das Gleiche. Und ich finde, da finde ich es noch ein bisschen mehr grenzwertig, weil das halt dann noch so quasi im Prinzip bejubel ich ja den Fehler des F-Jugendlichen. Ja. So ein bisschen, ja, mein gut. Weißt du, was du meinst? Gut, man kann natürlich das Tor beklatschen, das ist überhaupt keine Frage, aber was du meinst, ist eben praktisch, dass das immer dann so ein Punkt drüber ist. Ja? Ja. Wenn man in dem Moment eigentlich vergisst, hey, das sind jetzt Neunjährige auf dem Feld und der Kleine, der den Ball jetzt gerade fallen hat lassen, warum auch immer, der ist jetzt eigentlich gerade total in sich versunken. Ja. Also der könnte sich eingraben in den Boden. Ja. Und der wird halt so ein bisschen in dem Moment vergessen. Auf der anderen Seite freut sich natürlich der andere Junge, der dann jetzt irgendwie vielleicht ein F-Jugendlicher ist, der freut sich einfach, dass er ein Tor geschossen hat. Das ist den ist Kindern, ja, okay. Das merkt man, finde ich, auch oft bei den Kindern. Ich denke mir manchmal so, das gibt's doch nicht, das kann doch jetzt nicht sein. Denen ist es scheißegal, wie das Tor gefallen ist. Nein. Wenn die ein Tor schießen, ja, dann feiern dann die sich feiern ab. Das ist ja im Training auch immer so. Ich finde, das sollen die auch machen. Ja, genau. Aber genau. Das soll halt nicht von außen dann durch 20 Eltern noch so verstärkt werden, ja. Dass dann der andere Torwart sich wirklich noch fünf Meter tiefer eingraben will. Ja? Darum geht es mir. Und was finde ich, was mir da auch kam sofort, ist letztlich in unserem Buch, das hatten wir letztens auch schon mal, einfach bei Fußballspielen, da steht es ja auch drin sogar. Also wie wir uns quasi so eine Atmosphäre vorstellen am Spieltag. Und da steht ja drin im Prinzip, dass die Eltern, ich sag's mal, gut ausgeführte Anweisungen des Trainers beklatschen sollen. Mhm. Weißt? Ja. Also ich meine, gut, klar, wenn der Trainer jetzt sagt, hau weg das Ding und der haut es weg, das ist jetzt natürlich nicht damit gemeint. Ja, hat er ja gesagt, der Trainer. Hoch und weit. Ja. Nein, aber das klassische Beispiel ist immer, ich hatte damals in meiner F-Jugend einen Papa mit drin, der Riesenfan
von uns und vor allem von diesem Buch war. Der hat es, glaube ich, 3-4 Mal gelesen, hat es mir mal gezeigt. Da hat er überall Post-its drin und Sachen markiert. Und ehrlich jetzt. Stefan, Grüße an dich an dieser Stelle. Faszinierend, ja, schön. Und der hat es zum Beispiel dann immer mal wieder einfach aktiv und auch so ein bisschen übertrieben, aber weil er es halt einfach zeigen wollte, wie es eigentlich gehören soll, hat er das dann gemacht. Wenn ich dann zum Beispiel, keine Ahnung, ein Spieler dribbelt auf dem rechten Flügel an, ich sage ihm abbrechen, Schussfinte, er macht eine Schussfinte und dann sage ich ihm verlagern jetzt und dann spielt er den Ball auf die andere Seite, dann hat er geklatscht und gesagt, super, gut gemacht, Jungs. So, und das ist genau das, was wir ja eigentlich wollen, dass quasi somit dann eine Atmosphäre entsteht, die dann nicht einfach nur Tore belohnt und Tore beklatscht, ja, sondern eben gute Aktionen, gute Lösungen in Drucksituationen beispielsweise, ja, technisch super Lösungen. Also ein langer Ball zum Beispiel kann ja mal beklatscht werden, wenn er technisch gut gespielt ist. Also wenn ich als Torwart einen technisch hervorragenden Flugball in den Fuß von meinem Stürmer spiele, ja, wunderbar. Genau, es geht ja nicht darum, dass der das Ding, es geht ja nicht um den langen Ball an sich, genau. Genau. Es geht ja darum, dass er halt eigentlich ohne Not und ohne Druck ihn einfach wegdrischt, ja, nur ja, weit weg aus der eigenen Hälfte. Genau. Es geht eigentlich immer um dieses Fehlervermeiden-Thema. Und das Fehlervermeiden wird halt beklatscht. Ja, ja, genau. Und genau, es sollte eben genau das Gegenteil passieren, vielleicht kann man es so ganz gut formulieren, dass das Fehler den Mut haben, technisch was zu lösen und den Fehler in Kauf nehmen dabei, als genau, junger Kerl, dass deshalb mal beklatscht wird. Und dann im Optimalfall eben noch, wenn der Fehler dann passiert, dann sofort die aufbauenden Worte der Eltern kommen. Ja, und da hat eine ganz zentrale Rolle, oder die zentrale Rolle hat da natürlich der Trainer. Denn wenn ich so eine Mannschaft jetzt trainiere und ich sehe, dass mein Verteidiger da jetzt gerade rausläuft und den Ball einfach über die Linie drückt, Hauptsache er ist erstmal weg, obwohl er ihn auch hätte mit welcher technischen Bewegung auch immer wegziehen können und in Ballbesitz bleiben hätte können, dann sage ich als Trainer, auch wenn die Eltern erstmal klatschen und das feiern, nee, beim nächsten Mal ziehst du ihn mit der Außenseite weg, ziehst du mit einer Schussfinte raus, spielst du den Torwart an, okay? Ja. Und dann sagt er auch, okay. Ja, genau. Dann, beim nächsten Mal, wenn er dann wieder kommt, dann rufe ich es halt schon vorher rein. Technisch, ja. Schussfinte jetzt. Und dann weiß der das schon. Genau. Und dann probiere es aus. Und wenn es dann nicht klappt, rufe ich das nächste rein. Macht nichts, ist egal, ist das Richtige. Ja, mutig bleiben. Genau. Wir wollen im Ballbesitz bleiben. Ich versuche den Kindern immer zu sagen, wir wollen Fußball spielen. Und dafür brauchen wir den Ball. Ja. Und wenn wir den jetzt ausschlagen, dann haben wir den Ball nicht. Also. Er wird jetzt Einwurf. Genau. Ja, also Einwurf hat jetzt der Gegner und dann auch noch bei uns in der Hälfte. Also. So. Wir wollen am Ball bleiben, wir wollen Fußball spielen lernen, also brauchen wir den Ball. Das heißt, wir müssen alles dafür tun, dass der Ball immer bei uns bleibt. Ja, und was ich damit sagen will, ist, dass du, also aus meiner Erfahrung heraus, dass du da die Eltern ein Stück weit miterziehst, weil sie dann merken, ja, ach, das will der. Und, ja, dann, und ich habe also, ich habe eigentlich wirklich durchweg da gute Erfahrungen damit gemacht, die dann halt sagen, die sehen das ja, ne? Dann macht der ja Sohn plötzlich dann wirklich die Schussfinte und bleibt im Ballbesitz und spielt den Torwart wieder an. Und dann merken die, so sieht eigentlich Fußball aus, wenn ich es im Fernsehen anschaue. Ja. Das connecten die sofort und sagen dann, stimmt eigentlich. Ja, also, je nachdem, welche Mannschaft wir anschauen im Fernsehen. Ja, stimmt auch wieder. Ja, aber du, ich weiß, was du meinst. Nein, es geht, das hatte ich ganz oft, dass die Eltern dann so Aha-Erlebnisse haben. Ja. Dann machen die Kinder auf einmal das, was der Trainer gesagt hat. Und dann ist es so, ach so, das sieht ja viel schöner aus. Ja. Also einfach, ich finde, es ist auch ein bisschen so eine ästhetische Frage. Das hat der Faxe ja immer ganz viel, so dieses Ästhetik-Thema. Ja. Ich finde, es ist auch einfach grundsätzlich ästhetischer, in so einer Situation den Ball anzunehmen, zu kontrollieren, eine Sohlenwende zu machen, zum Torwart zu spielen, als einfach den Ball ins Aus zu knüppeln. Ja. Und es ist, für das Auge sieht es einfach schöner aus und ist damit einfach was, was ich lieber anschaue als das andere. Und das ist dann sowas, wo die Eltern oftmals so, ah, das ist ja, wow, schön, toll, ja, was mein Kind auf einmal kann. Wow, das ist ja genau erstaunlich. Also ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut formuliert. Es geht halt immer darum, dieses, da haben wir schon oft gesagt, dieses Fehlervermeidungsspiel, ja, dass das halt belohnt wird, auch verbal oder durch Jubeln etc., das ist halt einfach Käse. Ja. Also es ist in der Ausbildung halt einfach Käse. Und da musst du immer dann die Spielfortsetzungen noch sehen. Also wenn man dann da so ein bisschen ein Auge drauf hat, dann kommt dann, schlägt er halt den Ball, jetzt der Torwart ohne Bedrängnis raus oder der Verteidiger schlägt ihn direkt wieder nach vorne weg. Dann fliegt eine hohe Kugel übers Feld
dann kommt der entweder auf einmal, dann schlägt ihn der Nächste auch wieder hoch weg, weil er die Technik für eine Ballannahme noch nicht beherrscht oder weil es ihm auch nicht beigebracht worden ist. Dann fliegt das Ding wieder hoch zurück, der Nächste drischt wieder weiter hoch zurück. Also das ist dann einfach praktisch überhaupt nichts Konstruktives mehr. Die Kugel kommt nicht flach auf den Boden, es wird technisch sich nicht weiterentwickelt. Es wird, wie du gesagt hast, nicht Fußball gespielt, sondern es wird Fußball gedroschen und die Entwicklung bleibt komplett auf der Strecke. Das mag erfolgreich sein in dem Moment, ja, aber es hat langfristig einfach wiederum... Ja, ja, und da hängt ja dann so ein Rattenschwanz immer mit dran. Das begünstigt dann wieder noch mehr die körperlich weiterentwickelten Spieler, das begünstigt noch mehr die größeren Spieler. Die kleinen Spieler bleiben auf der Strecke. Es geht ja immer so weiter. Also das Thema kannst du ja unendlich ins Unendliche weiterführen, aber ich denke, wir haben... Und dann geht es dann also sowas, dann kommt so ein hoher Ball plötzlich im Mittelfeld runter, der weggedroschen wurde, und dann springt er einmal auf, und jetzt wäre eine Profilösung, eine Erwachsenenlösung, der Kopfball beispielsweise, ne? Ja. Oder sowas. Das kriegt dann natürlich der kleine Bub noch gar nicht hin. Also soll er es auch nicht machen. Er soll es auch nicht machen, aber da kommt von draußen plötzlich die Ansage, beim nächsten Mal gehst du mit dem Kopf hin. Also dann kriegst du total das falsche Bein gebracht in dem Moment. Kopfball ist auch so ein Thema, gell? Das hatten wir, glaube ich, schon auch mal im Podcast. Ja, klar, da haben wir drüber gesprochen, dass das halt einfach ein Quatsch ist. Es ist auch so ein Thema, es ist, alle Erkenntnisse liegen auf dem Tisch, alles ist völlig offensichtlich. Ja. Und der Kopfball gehört aber zum Fußball mit dazu. Ja. Hä? Also es ist so, vor kurzem habe ich alles liegt auf dem Tisch, alles ist völlig klar. Warte, da habe ich was. Beobachtung der Woche. Vor kurzem habe ich gesehen, Kopfballpendel hing, Nummer hing zwei. Da hing der Ball noch dran und da ist ein Trainer hin. Das war die Jugend, hätte ich geschätzt. Und dann stehen da, das war auch mega, stehen dann 5, 6 Leute an und dann schwingt er dieses Ding hin und her und dann müssen sie versuchen, dieses Ding zu treffen. Mein Gott, ey. Ich wollte schon hingehen und sagen, abschneiden ist ein Tipp von mir. Geh hin, nimm eine Schere mit und schneid einfach das Ding ab und geh wieder. Die Jungs sagen, komm, bis zum Mal nachts. Ach Gott, das ist glaube ich. Ja. Ja, also, das ist sowas. Es geht darum, um es zusammenzufassen, nicht die falschen Dinge beklatschen, genau, und jubeln, genau. Den Mut belohnen. Und was ich auch immer finde, damit finde ich, kann man die Eltern auch immer ganz gut packen, hey, wir sind eine Einheit, weißt du, wir halten zusammen, wir jetzt zum Beispiel gerade aktuell betreue ich für deinen lieben Kollegen Felix, meinen Chef Felix, bin ich so der Standortleiter bei einem beim Standort, wo wir 3 Projektmannschaften haben und die beiden E-Jugendmannschaften wurden jetzt in die stärkste Liga eingestuft. Mit Unterhaching, Milbertshofen und lauter so Vereinen. Und die kriegen halt nur auf die Mütze. Permanent gibt es auf die Mütze. Die ganze Zeit. Und das ist natürlich unfassbar frustrierend für die Jungs. Das ist ja völlig klar. Das nervt die und trotzdem haben die eine Freude im Training und ich versuche immer, wenn ich mit Eltern dann spreche, irgendwie, dass ich, also manche Elternteile sind dann beim Training da und dann hast du immer wieder Gespräche und versuche immer den Eltern zu sagen, hey, wir müssen jetzt gucken, diese Hinrunde müssen wir gemeinsam durchstehen, da müssen wir jetzt gemeinsam mit den Jungs das packen, wir müssen die immer wieder positiv abholen, immer wieder positive Worte finden, sie immer wieder bestärken, auch beim Spiel immer wieder bestärken, einfach da eine Einheit sein, um das dann gemeinsam durchzustehen, ja, ist es ja schon fast dann. Und einfach so die Eltern dann quasi so mit ins Boot zu holen. Ja. Weißt, dass sie wichtig sind, dass ich sie brauche, dass wir sie brauchen. Und das, glaube ich, wirkt dann oft ganz gut. Und ihnen das auch erklären, woran das liegt. Ja, genau. Ja, genau. Dass der körperliche Unterschied in diesen Jugendligen dann einfach zu krass ist. Und dass sowas wie, weiß ich nicht, jetzt Beispiel Milbertshofen, das sind halt nicht einfach 10 Kumpels, die eine E-Jugend zusammen machen, weil die alle da wohnen, sondern die holen sich halt da schon ihre Spieler zusammen. Die scouten ja. Schön, gell? Da merkst du was. Hast du das absichtlich gemacht, oder? Nee, eigentlich nicht. Das kommt jetzt gerade. Also die holen sich ja ihre Spieler zusammen. Die haben ja dann aus München Nord und München Süd und vielleicht noch irgendwie aus Richtung Augsburg jemanden. Und also das ist ja was ganz anderes. Das kannst du ja nicht vergleichen. Deswegen, ja, und wen holen sie sich? Also sie wollen halt eben das Spiel gewinnen. Also sie wollen in dieser Liga sehr, sehr gut dastehen. Und dafür holen sie sich halt schnelle und körperlich weit entwickelte Spieler. So ist es. So. Ja. Genau, deswegen, die Eltern mit ins Boot holen, das wollte ich eigentlich sagen, die Eltern mit dazu holen, versuchen immer denen auch zu sagen, dass sie ein wichtiger Teil sind in der Mannschaft, der quasi dem Team helfen kann und das ist halt entscheidend, ja. Ja. Genau.
Eine kleine Beobachtung, ganz kurz, die ich noch gemacht habe. Ich habe mich in der letzten Woche so ein bisschen, habe ich so ein, zwei Beiträge zu diesem Funindio und so angeschaut. Und was ich ganz spannend finde in den Kommentaren, erstens habe ich das Gefühl, es wird deutlich positiver. Also vorher hatte ich oft so das Gefühl, dass viel so, ja, scheiße, alles scheiße und so. Und ich habe keinen einzigen negativen Kommentar gesehen, der sowas schon mal gesehen hat und trotzdem negativ schreibt. Verstehst du? Also es waren ganz viele so Kommentare, ja, ich war skeptisch, aber wir hatten jetzt so ein Funinio Festival am Platz. Das ist ja mega, da ist ja die Stimmung super und das ist ja total cool und die Kids haben alle Spaß und so weiter. Und die negativen Kommentare sind fast alle im Konjunktiv, so, das kann ja gar nicht funktionieren, weil das kann ja und das ist ja so. Also gefühlt kein einziger negativer Kommentar von jemandem, der das quasi schon mal gemacht hat und live miterlebt hat. Und dann sagt er, das war alles nur ein Schmarrn und das hat alles gar keinen Sinn ergeben. Fand ich ganz interessant, das zu sehen. Das geht ja in die Richtung von Hannes Wolf, der gesagt hat, jeder, der sich damit beschäftigt hat, gibt es niemanden, der das negativ sieht. Ja, das sind negative Kommentare in die Richtung, auch jetzt, was ich wieder kurz wieder mal was von ihm gelesen habe, Verweichlichung der Gesellschaft, das rührt von Unwissenheit her. Fertig. Und du hast das ja letztes Mal übrigens gesagt, das ist ja der naheliegendste Gedanke. Da wird sich jetzt aufgeregt, dass in der F-Jugend jetzt dann, was haben die, 3 gegen 3, oder? Dass die dann ein 3 gegen 3 spielen und dann Tabelle und so weiter nicht mehr da ist. Ja, das ist ja eh schon lang weg. Also wird sich jetzt total aufgeregt, das ist ja eh schon lange weg. Die Trainer haben dann oft so selber sich ihre Tabellen erstellt, Ja, irgendwie. super. Ganz toll. Ja, ganz toll. Wir können ja weitermachen, Also aber erstens, ist egal. erstens ist es eh schon lang weg. Ja. Ja, und zweitens Es ist es verändert halt, sich ja also, eigentlich gar nicht so viel. ja, Eigentlich, eben. wenn du überlegst, veränderst du nur eins, nämlich dass du in der E-Jugend hergehst und diese 5 gegen 5 Festivals da aufziehst und dort halt jetzt noch Tabelle und so weiter abschaffst, quasi erst einmal. So, aber wie es der Hannes Wolf schon gesagt hat, Aufsteiger, Verlierer in diesen Feldersystemen da, ja, also das Gewinnen, deren Punkt ist ja quasi, es geht nicht mehr ums Gewinnen, und Tore werden nicht gezählt, ja, natürlich werden die weiter gezählt und wer gewinnt, steigt ins Feld auf und wer verliert, steigt im Ja, Feld ab. klar. So, und fertig. Aber es gibt aber am Ende des Jahres keinen Meister. Und das muss ich auch nochmal sagen, weil das dann so, wenn man das nicht in der E-Jugend lernt, dann kann man gleich aufhören. Also was für ein Quatsch, einfach nur, was für ein aus der Unwissenheit herausgebrachtes Argument. Das ist so ein Quatsch. Ja. Das, was die, und da muss ich auch nochmal was, also erstens stimmt das nicht. Ich habe Mannschaften trainiert, die habe ich mal absichtlich nicht in einer Liga angemeldet, sondern nur Freundschaftsspiele mal für eine Saison gemacht. Und die sind heute erwachsen und spielen teilweise dritte Liga. Also das ist totaler Quatsch, einfach nur dieses, der Zusammenhang zwischen Verweichlichung der Gesellschaft und einer Tabelle, der ist einfach 0,0 da und der kann auch nicht bewiesen werden von niemandem von denen. Das ist totaler Quatsch. Es ist das Problem ist, dieses Argument, also ich sehe es schon auch stellenweise, dass Kinder zu sehr in Watte gepackt werden Das sehe heutzutage, ich auch so. Das habe ich aber nicht das wird widersprochen. übergestülpt über alles Ja, quasi. genau. Und ich meine, es ist ja nicht so, jetzt schau dir doch mal, also keine Ahnung, jetzt ein Fördertraining bei Alex Benede, da werden die Kinder nicht Nein, aber das verweichlicht, ist doch das, was ich weißt? gerade sagen wollte. Also Das, um was es denen ja geht in ihrer Argumentation, ist ja quasi Leistungsbereitschaft fördern. Das ist das, was die haben wollen. Ja? ja, So, und und das tun wir ja. Leistungsbereitschaft fördern durch eine Tabelle, dieser Zusammenhang existiert Ja, nicht. Das ist richtig. Quatsch, sondern Leistungsbereitschaft fördern kann ich auch in einem Freundschaftsspielbetrieb durch das Training und indem ich dort nämlich Vollgas gebe und den Kindern nicht eine Sekunde gebe, sich zu erholen, sondern sie dort permanent mit super Inhalten, mit krasser Ausbildung und auch mit viel läuferischen Intensitäten, da habe ich gleich noch einen Satz für dich, ans Limit zu treiben und Ja. das permanent einzufordern. Und diese Dinge fordere ich auch in einem Freundschaftsspiel ein. Denn auch das Freundschaftsspiel wollen wir natürlich gewinnen, aber halt eben mit fußballerischen Mitteln. Also den Zusammenhang, den sie herstellen, der funktioniert nicht. Der existiert einfach nicht. Außerdem, ab der D-Jugend gibt es dann die Tabelle ja wieder, oder? Bin ich da richtig Ich informiert? glaube ja. Also, sie tun ja so, als wenn es, oder auch ganz nach oben, wenn jetzt dann die NLZs darüber nachdenken, die Ligen abzuschaffen, sozusagen, ja. Und das wird ja nicht richtig abgeschafft, richtig? Also, wenn ich das richtig verstehe, da muss ich mich einmal informieren, so Ja, wie es die Dinge in sind, den Ligen aber. gibt es halt keine Absteiger mehr. Ja, genau.
es gibt halt in der Bundesliga U17, B-Jugend und A-Jugend-Bundesliga gibt es keine Absteiger mehr. Ja. Es gibt aber natürlich einen Meister immer noch. Und es ist ja im Prinzip, also und, ganz ehrlich, letzten Endes, ich habe einen Felix auch mal gefragt, der macht ja die U17 bei den Löwen, wie das jetzt ist. Also spürt er einen Unterschied? Und er sagt, er spürt keinen Unterschied. Die machen sich den gleichen Druck wie vorher. Also es liegt nicht an der Tabelle oder an der Liga, sondern richtig. Die sehen das ja trotzdem. Die also, wollen ja nach oben kommen und dafür ja, wollen sie jedes richtig. Spiel sich bestmöglich präsentieren. Der Leistungsdruck entsteht doch von außen von selber. Ja, also das ist genau, doch totaler Quatsch. Genau. Und auch in der E-Jugend ist es dann so, also wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche eine Liga, weil wir müssen den Meister und das schafft dann quasi die Leistungsbereitschaft. Ja gut, aber das heißt ja, in jeder E-Jugendliga können maximal 2 Mannschaften haben die Chance, überhaupt Meister zu werden. Das heißt, alle anderen sind dann raus, die sind dann nicht mehr leistungsbereit und sind dann, ja, die haben es nicht gelernt. Die haben sich nicht genug angestellt. Besser ist es doch, quasi zu sagen, hey, ich habe, die Leistungsbereitschaft kommt aus der Freude am Spiel. Also, verstehst, dass die quasi die Kinder wollen leisten, weil sie unfassbar Spaß haben an dem, was sie tun. Deswegen wollen sie die maximale Leistung bringen. Dabei habe ich noch eine super Beobachtung der nächsten Woche. So viele Beobachtungen. Da hatte ich selber mal ein Spiel gegen, das war das letzte Saisonspiel, gegen den Tabellenführer, die zu dem Zeitpunkt schon Meister waren. Okay? Ja. So. Ja, ich glaube schon. Oder haben sie noch gegen uns gewinnen müssen, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Das Spiel ist aus. Wir haben denen richtig Parole geboten an dem Tag, obwohl wir in der Liga eher hinten standen. Und die hatten richtig Schwierigkeiten gegen uns an dem Tag. Mhm. Und da stand es ganz lange 0-0. Dann haben die es 1-0 gemacht und es war immer noch knapp und es hätte immer kippen können auch. Und dann haben, das war ein super Fußballspiel von beiden Mannschaften, muss man wirklich sagen. So, dann haben die kurz vor Schluss noch das 2-0 gemacht. So, dann ist das Spiel zu Ende. Die gegnerischen Spieler sind sofort zu meiner Mannschaft hin, haben Amt geklatscht und haben gesagt, super Spiel. Und ich glaube, das haben die auch an dem Tag so gemeint. Das war dann noch die Jugend, zweites Jahr D-Jugend. Ja. Der Trainer ist aufs Feld gelaufen, hat einen Purzelbaum geschlagen. Also weißt du, so das ist sich so eine Rolle so vorwärts hat den Rasen, ne? Und hat dann so gejubelt und yeah, geil. Der, er war der Einzige, der erstmal diesen Meistertitel gefeiert hat. Ja. Die Spieler haben dann erstmal gar nicht dran gedacht. Sondern die waren erschöpft von dem Spiel und fanden das Spiel, glaube ich, ganz cool und haben sich erstmal bei meinen Jungs bedankt für das gute Spiel. Ja. Ja. Das ist wie immer, es wird instrumentalisiert von den Erwachsenen und fertig. Ja, genau, um sich selber geil zu fühlen. Er hat nachher eine Flasche Schnaps bekommen von den Eltern. Ach, der war das. mit Zigaretten dran. Der Zigaretten- und Schnapsmann. Oh Gott. Ja. Ja, das ist einfach. Ich finde es halt echt ein Wahnsinn. Nein, also der Zusammenhang ist rührt aus Unwissenheit her und jetzt hoffe ich, können wir das Thema mal irgendwann einfach abschließen. Ja, das können wir nie. Ich glaube, wir müssen es immer wieder. Das ist einfach immer. Ja, ich weiß schon, was das nächste Argument ist, aber die Kinder wollen das auch. Nee, die wollen das nicht. Das mag schon sein, dass die das bestehende System, weil sie es nicht anders kennen, in dem Moment einfach nur gut finden. Und auch einem Kind wird jetzt was Neues gegeben. Ja. Da muss er sich erstmal dran gewöhnen. Das mag schon sein. Aber wenn das mal diese Turniere gespielt hat. Den Kindern ist es an sich scheißegal, die wollen einfach kicken. Das ist der Punkt. Und halt auch mal auf ein großes Tor schießen. Das ist, haben wir schon öfter gesagt, das Einzige, wo ich sage, ja, genau, das wollen sie. Witzigerweise, am Montag im Fördertraining hat ein Spieler zu mir gesagt, Jojo, weißt du, was das Geilste am MFS-Training ist? Sag ich, nee, was? Die Torschussübungen. Hm, ja. So ist es. So. Da jetzt noch ein Zusammenhang, das wollte ich nur sagen. Ja? Leistungsbereitschaft und Kinder zur Leistung zu erziehen, habe ich vorhin schon gesagt, kommt durch das Training auch ganz, ganz stark. Das muss eben vom Trainer eingefordert werden. Hohes Tempo, viele Wiederholungszahlen, keine Anstellzeiten, immer unterwegs sein. Und wenn kurze Trinkpausen nur und nicht alle 10 Minuten eine Trinkpause machen, sondern es gibt eine und dann geht es weiter. Jetzt ist schon klar, nicht wieder dann sagen, ja, es hat 40 Grad. Ja, dann machen wir auch mal 3. So, ja, wir gehen auch mal Michi, du bist ein Schleifer, bist du. Ich bin halt ein Schleifer, ich bin der Felix. Ja, so, also das ist, aber was ich so sagen wollte, der Faxe hat mir vor kurzem eine Geschichte erzählt, jetzt muss ich ihn nochmal fragen, die fand ich hochspannend. Der hat einem Spieler bei sich mal so einen Tracker drauf, der hatte den selber, der Spieler, glaube ich. Ja. Ein Jugendspieler, Jugendtraining, so ein Tracker und wollte, der konnte nicht viel rausziehen, aber die Laufdaten halt rausziehen. Und die Laufstrecke war verrückt. Ich muss ihn nochmal fragen. Und war es ein Einzeltraining? Also die Laufstrecke waren 6 Kilometer.
5 oder 6 Kilometer waren das. In einer Stunde. Ja. Also durch unser Training, das ist Leistung. Da rennt der permanent. Also das hätte ich nie gedacht, das ist viel. Und der Training. Punkt ist halt eben, der Trainer, der seine Kinder die ganze Zeit einen Berg hochschickt und Runden laufen lässt, da laufen die vielleicht auch 6 Kilometer. Nur. Meinst du, dass er auch einen Tracker da dran hat? Ja, das ist Hobby, ja. Ja, das ist eben der Punkt. Das ist halt, was ich mir immer denke. Ja, die laufen vielleicht auch so viel und will dann auch leisten, aber der will leisten, weil er Schiss hat. Ja. Weil er Schiss hat, dass er entweder ausgewechselt wird oder dann wieder laufen muss. Ja, und die anderen leisten halt, weil es so viel Spaß macht. Ja, ich bringe die Zahl hier nochmal rein. Ich meine, es waren um die 5 Kilometer reine Laufleistung nur durch Training. Ja. Also verrückt. Und da war das Spiel noch nicht drin, das Abschlussspiel. Es war nur diese Stunde Training. Verrückt. Kleine Geschichte dazu. Eine Mama von einem NLZ-Spieler, den ich noch kenne von früher, hat mir erzählt, die hatten in der U14 oder U15 hatten die am Wochenende ein Turnier. Ich glaube, wahrscheinlich Hallenzeit dann. Oder ich weiß nicht, ob es draußen oder ist ja auch egal. Und ihr Sohn und 2 andere Kinder waren nicht dabei beim Turnier. Und dann hätten die Montag Training gehabt. Die hatten aber frei, weil das ganze Wochenende war. Und die 3 Kinder mussten zum Training antanzen. Mhm. Und haben alleine 16er-Läufe und solche Geschichten gemacht. Wie alt? Ich glaube, U14 oder so war das. Der Spielersatzlauf. Jetzt ist es unfassbar. Das ist mir geil. Also, keine halt Ahnung, ich hatte gesagt, also ich sage einfach, Jungs, ihr drei, trainiert bei der U15 mit an dem Tag oder so, weißt du? Ja, Beispiel. Irgend sowas motivierendes Läufe. Ja, oder ich mache halt ein Individualtraining, aber ein geiles halt mit, also weißt du, also ich finde es unglaublich. Und ich finde ja schon, diese Spielersatzläufe für die Profis immer schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe den Sinn schon, ne? Aber ja. Ich finde das immer schwierig, wenn die dann am Tag danach ins Spielersatztraining kommen müssen und da wird nur gelaufen. Das fand ich schon immer komisch. Ich meine, da gibt es jetzt auch mit Sicherheit Vereine, die dann praktisch das anders organisieren, aber da kann ich doch ein kurzes Aufwärmprogramm machen und dann lasse ich die in 4 gegen 4 spielen. Verstehst du? Ja. Und das mache ich dann halt in 8 Intervallen, so dass das richtig auch antreibt. Und da finde ich zum Beispiel, aber das ist ein ganz anderes Thema, da finde ich es dann auch gut, dass das nicht der Co-Trainer macht, sondern sollte meiner Meinung nach der Cheftrainer auch mal sich hinstellen, ja, um einfach ja den Respekt normal. Gegen ja, den Ersatzspielern zu zeigen. Ja, ich will euch da, ich ja, klar. Bin schon bei euch. Ach ja. So. So ist. Nächstes Thema. Cool. Das war schon wieder eine halbe Stunde. Ich glaube, wir kriegen nur noch eins hin, das andere müssen wir schieben. Schieben, rausschieben. Rausschieben müssen wir das. Scouting. Scouting. Ja, das Scouting. Ist auch so ein Thema. Selektion, Scouting. Talentsichtung. Es geht ja jetzt quasi, um das gleich mal vorneweg zu sagen, gar nicht so sehr um Scouting jetzt im NLZ-Bereich. Nö. Sondern eher so die Stufe 1 drunter. Ja. Weiter. Gut, nächstes Thema. Nächstes Thema. Nein, also es geht jetzt im Prinzip ja um diese Vereine. Wie willst du sie nennen, die so quasi... Deren Mannschaften halt im Großfeldbereich vor allem, also C, B, A-Jugendbereich, so Bezirksoberliga, Landesliga. Die besseren Nicht-NLZ-Vereine quasi. Ja, die so irgendwo dazwischen drin sind, das hatten wir auch schon mal gehabt, ich weiß nicht, wie man diese Vereine nennt, irgendwo die halt so in der Mitte sind, die dann ja mit viel Aufwand ihre Mannschaften... Ambitionierte Amateurvereine. Ambitioniert. Zum Beispiel. Ja, genau. Also ich glaube, es ist jedem klar, was damit gemeint ist. Ich glaube, es weiß auch jeder, was für Vereine da gemeint sind. Es, denke ich, hat jeder, die gibt es überall in Deutschland, diese Clubs. Da spielen dann auch oft so die NLZ-Spieler, die dann da rausgeflogen sind aus dem NLZ. Die gehen dann dahin, probieren es dann mal weiter, ja. Genau. Genau. Und da gibt es eben diese Thematik des Scoutings. Ja. Die Spieler, die ja, du hast es so schön gesagt, die haben dann oft so Aufrufe. So. Das ist, also mir geht es jetzt erstmal gar nicht. Es gibt ja auch schon so F- und E-Jugend-Selektions- oder Scoutings, auch in diesen Bereichen schon. Ja, klar. Auch das gibt es schon. Klar. Aber was mir jetzt bloß aufgefallen ist, dass es, also in München habe ich ja das Gefühl übrigens, dass es da immer mehr von diesen Vereinen gibt, die dann praktisch auch künstlich diesen Weg beschreiten. Also die beschließen jetzt,
unser C-Jugend, das muss jetzt mal Bezirksoberliga sein. Und dann merken die aber mit unseren Gangstern, da wird das nichts. Gell, da müssen wir jetzt einmal, müssen wir anders machen jetzt. So jetzt. So, und mir ist aufgefallen, dass die dann so Aufrufe starten, sagen wir mal so 8 Wochen vor Saisonbeginn oder 6 Wochen in den Sommerferien. Weißt du? Dann siehst du dann plötzlich bei dem einen oder anderen Jugendleiter im WhatsApp-Status oder in den diversen Social-Media-Kanälen, unser Jahrgang 2009 sucht für die kommende C-Jugend-Bezirks-Oberliga-Saison, Landesliga-Saison, whatever, noch 6 Spieler oder noch 7 Spieler. Ja. Sichtungstraining am so und so. So, bewerben unter blablabla. Das finde ich total verrückt. Da habe ich mir gedacht, das finde ich total krass. Also das heißt, also das finde ich schon mal irgendwie bemerkenswert, dass das überhaupt so stattfindet. Und das ist ja nicht die Einzigen, die es machen. Das machen dann viele. Also wird dann quasi die C-Jugendbezirksoberliga, die haben sie halt offensichtlich sich erspielt, sind da seit 2 Jahren, 3 Jahren drin, wie auch immer. Und jetzt weiß man, mit unserer D-Jugend, da wird das nichts. Da hält man die Liga nicht. Ja. Und dann wird da gescoutet. Oder so einen Aufruf gemacht zum Talentsichtungstraining. Und dabei wird natürlich dann aktiv ausgewählt. Ich weiß nicht, wie viele da auflaufen. Kann ich dir überhaupt nicht sagen, weiß ich nicht. Das hängt wahrscheinlich vom Verein ab auch, wie viele dann da kommen. Aber ich muss da vielleicht ganz kurz nochmal reingrätschen, weil es gibt schon auch die Fälle, habe ich jetzt zum Beispiel einen Partnerverein von uns aus Augsburg, die haben dann einen guten Jahrgang mal. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht waren die Kinder alle im MFS-Training. Deswegen. Es muss so gewesen sein. Bombastisch gut. Ja. Du bist also nicht der Trainer. Ich habe es denen nicht gemacht. Das kann ja auch läuft in kurzer Zeit. Dass sie so gut sind. Nein, also das gibt es ja oft in Vereinen, gerade bei kleineren Vereinen dann, wo dann mal ein Jahrgang super ist auf einmal. Ja. So, und dann waren die in der. Ich müsste jetzt lügen, C-Jugend, erstes Jahr C-Jugend, sind dann aufgestiegen in die BOL. Mhm. So, und dann kommen die größeren Vereine, diese, wie haben wir sie genannt, ambitionierte Amateurvereine, und holen dann 5 Spieler da weg. Und dann hat der auf einmal für das nächste Jahr zu wenig Spieler. Und dann startet er halt einen Aufruf, hey, wir brauchen Spieler, um überhaupt genügend Spieler zu haben. Verstehst du? Stimmt, ja. Und sagt dann, okay, wir sind jetzt gerade aufgestiegen, da kannst du jetzt nicht die 2 Jahre Jüngeren aus der D-Jugend hochziehen. Ja. Das wird nicht funktionieren, das ist für die auch Quatsch. Das stimmt. Er könnte natürlich auch hergehen, könnte sagen, wir gehen in die Liga freiwillig tiefer, ich ziehe die Jüngeren hoch und lasse. Also, ja, aber die sind ja gerade eben aufgestiegen. Natürlich wollen die Jungs da jetzt in der. Das verstehe ich, das stimmt. Ja. Und dann sagt er sich natürlich, okay, ich brauche Spieler. Und dann hat er auch schon mal mich angerufen und gesagt, Jojo, du, wie schaut's denn aus? Schwaben Augsburg zum Beispiel hat uns jetzt beide Innenverteidiger weggeholt. Wir haben keinen Innenverteidiger mehr. Weißt du irgendjemanden, keine Ahnung. Ich mach's nicht. Ich groß nicht. Nein, also wir sind natürlich der falsche Ansprechpartner, weil. Gut, okay. Also ich weiß, was du mir sagen willst, da gebe ich dir auch recht. Aber das ist doch die Minderheit. Ich kenne auch die anderen Fälle, ja. Ich weiß schon. Das ist doch in der Minderheit. Wenn jetzt jemand einen Aufruf startet und sagt, ich suche noch für die kommende 2.9er BOL-Saison 9 Spieler, dann weiß ich, okay, 9 sind mit Sicherheit nicht von ihm vorher rausgenommen worden. Ja. Da hat er halt zu wenig. Also er hat schon mal vorab selektiert, hat also praktisch einen Kader festgelegt, von dem er glaubt, dass die diese Bezirksoberliga spielen können. Dann merkt er, die anderen 11 nicht. So. Ja. Das ist nämlich schon auch auffällig, dass solche Mannschaften oder solche Vereine haben dann eine B-Jugend-Landesliga beispielsweise, ja. Und dann haben sie im Landesliga-Kader dann 18 bis 20 Spieler, relativ viele, und haben aber auch eine zweite Mannschaft, die Kreisklasse spielen oder vielleicht sogar nur Normalgruppe spielen, der hat aber auch 18, 19 Spieler. Und da findest du alle aus dem Ort. Ja. Das sind dann die drin, die alle im Ort sind. Das habe ich schon ein paar Mal jetzt erlebt auch. Mhm. Also da wird schon aktiv gescoutet und selektiert. Jetzt möchte ich mal heute gar nicht so sehr. Nee, Moment, das ist jetzt falsch, was ich sage. Also, meine Frage, die ich mir dann mal irgendwann gestellt habe, und das war mir nämlich so gar nicht bewusst, und das habe ich dann durch Zufall mal gesehen, nimmst jetzt einen Verein XY her, der hat seine C-Jugend, Bezirksoberliga, Landesliga, B-Jugend, A-Jugend, auch Landesliga. Jetzt erwartest du doch, dass diese Herrenmannschaft, die müsste eigentlich relativ gut spielen. Also da erwarte ich eigentlich schon,
Landesliga. Ja. Ja, kann man so erwarten. Und da ist uns ein paar Mal aufgefallen, dass solche Vereine oft ihre Herrenmannschaften in der Kreisliga haben. Maximal in der Bezirksliga. Und das passt nicht zusammen, sozusagen. Mhm. Und ich habe jetzt dann noch keinen Beweis wieder mal, aber ich denke, es ist ganz einfach so, dadurch, wenn du in der C-Jugend angefangen hast zu scouten, jetzt kommen da neun Spieler hin und spielen ja diese Bezirksoberliga-Saison. Dann geht es in die B-Jugend rein, dann sind die in der Landesliga, dann sagen aber von den neun, die jetzt gekommen sind in der Landesliga, da spiele ich nicht, also da spiele ich schon auch, aber du habe ich noch so ein Bayernliga-Angebot, weil der andere Verein sichtet auch schon wieder und geht natürlich quasi auf die Vereine hin, deren Jugendmannschaften auch schon höherklassig spielen, weil er spielt ja schon Bayernliga. Hat er ja auch schon mal gemacht. Hat er auch schon mal gemacht. Also die fangen an, so gegenseitig sich so ein bisschen die Dinge wegzunehmen. Ja, ja. Ja, so, ja. Und wenn die A-Jugend spätestens rum ist, dann gehen die gehen sehr, sehr viele halt sowieso, wenn jetzt praktisch die erste Mannschaft spielt, jetzt nur Kreisliga, dann sagen die ihnen natürlich, er ist ja unter meinem Niveau. Also, ja, klar. Also gehen die halt als... Mag dann sein, dass sie bis zur A-Jugend dann da bleiben, ja, aber wenn es dann zu den Herren geht... Ja, natürlich. Also ich glaube, es findet nochmal eine ordentliche Durchmischung statt bis zur A-Jugend. Und wenn es dann zu den Herren geht und die erste Mannschaft spielt Bezirksliga, ja, lass mal Bezirksliga sein, dann sagen ein paar, ja klar, die spielen wir, aber ein paar sagen halt auch, oder relativ viele, nö, also ich jetzt in die Landesliga, da hat mir jetzt schon einer gefragt und da kenne ich ja jemanden und da gehe ich dann zu dem Verein und der andere geht dahin und der andere geht dahin. Das heißt, das fällt wieder auseinander. Und da gibt es für mich nur eine logische Erklärung. Nämlich die fehlende Identifikation eigentlich mit dem Verein. Ja, ja. Weil du ja dann in dem Ort nicht aufgewachsen bist, du bist nicht von klein auf groß geworden im Verein und hast alle Vereine, alle Mannschaften durchlaufen, sondern im Prinzip bist du dazugekommen und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, das Wort, aber du bist an eine Art Söldner quasi, ja. Diese Söldnermentalität im Herrenbereich. So, und der folgt halt dieser Mentalität einfach weiter. Also dann geht er halt dann eben im Herrenbereich für 2 Jahre jetzt zu dem Team, dann kriegt er da 100 Euro mehr und Benzingeld, dann geht er dahin und so läuft es. Also letzten Endes, ich meine, also im Profibereich ist ja jeder so. Also da ist es ja quasi überall, also ist es auch in Ordnung, weil jeder so ist. Dann so, kann man jetzt falsch rüber, ich will das gar nicht kritisieren oder sowas. Ja. Aber es ist ja quasi, wenn du eben... Ich will beschreiben, warum die nicht dann in die erste Mannschaft reingehen. Genau, also es ist ja auch irgendwie halt logisch, nicht. Weil so. Der ist ja vorher schon so, also wo der zu mir gekommen ist, eben. Das ist ja auch schon ein Söldner-Move quasi, ja. Weil er ja hierher gekommen ist, ja. Weil er hier in der hohen Liga spielen kann, nicht weil wir so einen netten Verein haben und der Jugendleiter so ein netter Kerl ist. Und natürlich geht der dann wieder, wenn er irgendwo in einer anderen hohen Liga spielen kann. Ja. Vor allem im Herrenbereich, wenn es dann immer noch ein bisschen Kohle gibt. Ja klar, wenn er da 500 Euro kriegt und beim anderen kriegt er nur 300. Ja. Ich will nicht kritisieren, dass der da hingeht, wenn er 200 Euro woanders mehr kriegt. Das ist okay, also bitte gerne. Was ich nur nicht verstehe ist, wenn, also das ist ja wirklich jetzt das, was ich eigentlich auch hier hereingebracht habe, weil ich mir gedacht habe, was ist denn eigentlich der Sinn von Jugendausbildung? Also da gibt es ja für mich zwei zentrale Kriterien. Das eine ist, die Spieler und Spielerinnen bestmöglich in allen Bereichen auszubilden. Ja. Sinn Nummer zwei ist eigentlich, warum gibt es eine Ausbildung in einem Verein? Ja, eigentlich ist das der Unterbau für den Seniorenbereich. Ja, das ist der Grund, warum es überhaupt Jugenden gibt. So, jetzt spielt aber deine erste Herrenmannschaft trotz dieses Aufwandes, den du da unten betreibst, mit hoher Ligaspielen, das sind ja auch Kosten damit verbunden, das sind ja längere Auswärtsfahrten, du brauchst geeignete Transportmittel, Talentsichtungstage, Scouting, du betreibst ja einen gewissen Aufwand dort. Ja. So, und da kriegst jetzt, und du brauchst ja dann dafür auch nicht einen ehrenamtlichen Vater, sondern du brauchst ja auch dafür dann einen guten Trainer und der macht es auch nicht kostenlos. Ja. Also da ist ein Riesenaufwand da vorhanden und dann frage ich mich, ja, aber eigentlich wofür? Wenn dann in der ersten Mannschaft oben davon kaum was ankommt. Ja. Wofür ist es dann eigentlich da? Also dann verstehe ich es nicht. Weil dann kann ich es ja eigentlich auch den kompletten Aufwand ein bisschen reduzieren, kann sagen, dann spielen wir halt nicht Bezirksoberliga, mit eigenen Leuten spielen wir Kreisliga, vielleicht kommt dann der eine oder andere auch nochmal freiwillig zu uns, ja, weil Kreisliga auch ganz interessant ist für den. Mhm. So, also verstehst du, ich kann diesen Aufwand eigentlich schenken, weil am Ende, und dann bin ich mir ziemlich sicher, kriegst du wahrscheinlich prozentual mehr Spieler in den Seniorenbereich rein, die sich dann in der Kreisliga so aufopfern, weil das ja ihr Verein ist, bei dem sie seit der F-Jugend da sind,
dass du dann auch in der Bezirksliga wieder irgendwann mal landen könntest, mit guter Ausbildung unten. Ja, und selbst wenn nicht, also das ist ja so das Ding, warum muss ich denn immer irgendwie dann aufsteigen und da spielen und da spielen und da spielen? Das ist ja, also verstehst du, was ich meine? Wenn ich jetzt irgendwie einen kleinen Verein habe und da sind die Kinder gut aufgehoben, da sind Trainer, die da mit Herzblut dabei sind, da ist einfach ein tolles Vereinsgefüge, weißt, da hilft man sich gegenseitig, da unterstützt man sich, da stellt man coole Turniere auf die Beine, da macht man irgendwie einen coolen Vereinsabend, grillen, keine Ahnung was mit den Jungs. Ja, das ist doch völlig in Ordnung. Also ich muss doch dann nicht irgendwie von außerhalb mir irgendwelche Spieler holen, nur damit ich jetzt in der BUL spielen kann, in der D-Jugend. Das ist doch Quatsch. Ja. Was soll das? Und du hast vor allem, also das kriege ich schon einmal, also ich habe ja auch solche Spieler im Einzeltraining, die in solchen Vereinen mal immer wieder spielen, ja, und die berichten mir schon auch immer, dass da eben genau das nicht herrscht, also so eine gewachsene Mannschaft, nein, die seit 5, 6 Jahren zusammenspielt, die dann im Prinzip im Privaten auch Kumpels sind, die sich super verstehen, die auch mal miteinander, wenn sie älter werden, ins Kino gehen oder irgend sowas machen, das passiert dann nicht, sondern ist das Spiel aus Allgemeinheim. Ja, natürlich nicht, also wie auch, und ich meine jetzt vielleicht noch in der Mannschaft, dass sich sowas ein bisschen bildet, aber dass du dann vereinsübergreifend da irgendwie eine coole Atmosphäre hast. Wie soll das auch funktionieren? Ja, klar. Also das kann ja gar nicht gehen, weil bei den Trainern ist ja das Gleiche. Die kommen ja da auch von außerhalb her und das sind ja dann keine Eingesessenen, die schon da als Kind gespielt haben, weißt? Ja. Und von dem her, ich habe das dann auch schon mal gesagt, so dieses... ich habe immer mal gesagt, dass mein Sohn am besten gar nicht Fußball spielen soll. Das finde ich lustig. Ich habe jetzt dazu gesagt, und bei dem Vater ist die Wahrscheinlichkeit jetzt gar nicht so gering, wenn er da Fußball spielen will, dann soll er zumindest richtig schlecht sein, dass er irgendwie in seinem Dorfverein bleibt, da Spaß und Freude hat und dann sein Leben lang da im Dorfverein ist und mit den Jungs da kickt und alles ist gut. Dass er richtig schlecht ist, darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ja, sag ich aber. Dem Vater ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering. Ich schicke den ja zu dir ins Athletiktraining. Das ist so gut, wenn man über solche Themen spricht. Jetzt kriege ich einen Anruf hier, schau. Ja, weil du keinen Flugmodus hast. Ja. Geh mal hin. Ja, ich weiß. Ist egal. Also, ich verstehe, um da mal auf den Punkt zu bekommen, dann sage ich das andere noch kurz zu Ende. Also ich verstehe dann den Aufwand einfach nicht dahinter. Ja. Also wenn dann so ein Verein habe ich jetzt keine Musterlösung dafür, also spontan aus dem Kopf, aber wenn dann so ein Verein sagt, das ziehen wir durch bis zum Seniorenbereich, also wir wollen dieses Spiel auch wirklich in den Herrenbereich integrieren und deswegen haben wir folgendes Konzept uns überlegt, dass wenn wir verschiedene schon scouten und sichten und sie sind dann irgendwann mal da, dann bringen wir sie in die A-Jugend so und so rein und dann sind wir da und dann machen wir durch die und die geeignete Maßnahme, kriegen wir sie auf jeden Fall da noch hin, weil wir bieten ihnen noch das und das, damit wir auch das in die Landesliga, Bayernliga-Bereiche vielleicht mal reinkriegen. Also wenn dann da praktisch nach oben so irgendwas, ein krasses, ein richtig gutes Konzept auch vorherrscht, die dann da reinzuziehen, dann verstehe ich es noch irgendwo, mal unabhängig jetzt von Aspekten, dass wenn du neuen Spieler in der C-Jugend dazu holst, dass die ja von anderen Vereinen eben abgeworben werden. Ja. Also das ist ja ein anderer Aspekt. Aber dann erschließt sich mir das Ganze. Aber wenn die eigene Herrenmannschaft es nicht über die Bezirksliga hinaus schafft, ein paar Mal habe ich wirklich jetzt mal gegoogelt, ein paar sind wirklich in der Kreisliga dann auch, dann erschließt sich mir das überhaupt nicht mehr. Dann verstehe ich den Aufwand nicht dahinter. Dann ist es nur noch ein persönliches Ego, muss es sein. Das ist das Einzige, was es wieder logisch macht, dass man es halt geil findet, wenn die eigene B-Jugend Landesliga spielt. Es ist dann so Mittel zum Zweck einfach. Ich glaube, du denkst dann da auch gar nicht mehr so wirklich drüber nach, sondern es passiert dann einfach so ungefähr, weißt? Ja, so ist es. Ja. Thema Nummer 3, das lassen wir jetzt heute. Ja. Das ist ein bisschen ein größeres Thema. Dann sind wir ein bisschen schneller fertig heute, ist nicht so schlimm. Okay. Das wollte ich nur sagen, ich finde es immer so witzig, wenn Fußballtrainer untereinander über ihre Söhne reden. Das ist so lustig. Also vor allem bei uns ist das wirklich lustig, weil wir halt, das ist unser Job, den ganzen Tag stehen wir auf dem Platz, wir behaupten zu wissen, dass wir wissen, wie es geht. Ja? Ja. So, und dann kriegst du deinen eigenen Sohn und dann siehst du schon, das wird, du weißt schon,
das scheitert also irgendwas, ja. Das ist einfach witzig. Und ich finde diese Sprüche, die man da immer zu hören bekommt, ist einfach lustig. Also was mir passiert ist damals, das habe ich, glaube ich, schon mal hier erzählt, als mein Sohn geboren wurde im November. Ja. Weißt du, was jetzt kommt, oder? Ja. Dann bin ich in meine damalige Mannschaft rein, damals die C-Jugend hier, so eine Ausbildungsmannschaft der Fußballschule. Und dann habe ich gesagt, also ich werde Vater. Ja, ehrlich, ja super, ja gratuliere. Ja, wann kommt er denn? Wann ist denn erwartet? Ja, im November. Drei Väter schweigen und dann Kopfschütteln und dann, ja, selber schuld. Ja, also, kennst jetzt du das nicht? Januar, ja. Februar, ja, selber schuld. Also ja, es ist schon vorbei. Meine ist im März. Ja, alles richtig gemacht. Das ist ja schon besser. Gell? Leider ist halt talentfrei. Ja, das macht ja nichts. Im März geboren ist es ja wurscht. Ja, ich habe ihm einen Basketballkorb gekauft. Du hoffst, dass du den rauskriegst aus der Nummer. Aber das Wurftalent hat er von seiner Mutter. Deswegen, das ist eher grenzwertig. Ich finde das super lustig, wenn man über seine Kinder so sprechen kann. Ach du, schauen wir mal. Nein. Ich bin da entspannt. Bin auch sehr entspannt. Ja, jetzt geht er erst beim Fußball-Kindergarten nächstes Jahr. Das werde ich nicht verhindern können und dann... Nein, der wird natürlich, wie es bei allen, die Geschichte kann ich dir auch überall erzählen, es ist bei allen gleich, am Ende werden sie natürlich dem Vorbild Papa hinterherlaufen und beim Fußball landen, das ist so. Und ich werde ihn auch trainieren, da wird auch kein Weg dran vorbeiführen. Ich habe ja meinen Sohn jetzt auch trainiert und trainiere ihn immer noch so. Also weißt du, da kommst du denn drum rum. Wenn er in den Verein geht, jetzt wo ich eh schon bin, da weiß eh schon jeder, dass ich Fußballtrainer bin und dann... Das ist ja klar. Also wenn der dann in die G-Jugend kommt, in die F-Jugend, dann sagen, Jojo, wie schaut's denn aus jetzt? Also magst nicht mal. Und was soll ich dann da machen? Also ist ja klar. Ja, deswegen mal gucken. Ne? Am liebsten TSV Kloster Lechfeld. Da kann er um die Ecke gleich zum Platz gehen. Da wohnt man nicht weit weg. Ja. Aber die haben halt Spielgemeinschaften. Das ist so ein ganz... Haben die einen Kunstrasen? Nein. Scheiße. Ja, ja. Der andere Verein ist halt TSV Schwab München. Das ist halt der Größere. Ah, sind wir auch mit dem Fördertraining. Die sind Herren Bayern, Digga. Ja. Ja, also, Johannes, die Wahl ist klar. Platz 1. Du bist groß. TSV Schwab München, Platz 1. Wir müssen davon ausgehen, dass er 2 Meter wird. Der geborene IV. Dann wird das so ein technisch hervorragender... Können wir das nicht als Projekt planen? Ja, das ist Projekt Lukas. Projekt Lukas Zwickisch. Bayern, Digga, wir müssen das hochrechnen. Sein Sohn, wann? Ja, er ist Jahrgang 2021, dann ist er... Also 35, 2035. 2,9 und... Nee. Ja, 18 ist er, 2,39, oder? Ja. Nee, jetzt doof. Ja. Ja. Glaub, Projekt 2039, ja. Lukas für Schwab München. Ja, das wäre doch mein Projekt. Ja, dann braucht er eigentlich nur... Wir spezialisieren ihn jetzt schon. Da braucht er nur Athletiktraining. Michi? Ich mache das jetzt schon. Und du musst ihm den ganzen Tag jetzt schon so Softball auf den Kopf werfen. Damit ich schieße den einfach die ganze Zeit ab. Dass er so das Timing jetzt schon hinbekommt und immer wieder mal so einen Ball am Fuß, dass er ihn direkt wegschnalzt. Ja, der hat so 2 so Basketbälle bekommen, zu diesem Basketballkorb dazu. Die schießt er halt immer. Ja, also. Perfekt. Rechts- oder Linksfuß? Das kann er noch nicht so genau sagen. Ja, musst schauen, dass er links fährt. Also, alles gut. Perfekt. Brauchen wir. Achso, genau. Ich wurde noch kritisiert letzte Woche. Ich habe ja Mathematik studiert. Und du hattest damals gesagt, du hast 100 Euro, zahlst du für den Platz pro Stunde, pro Einheit. Pro Einheit, ja. Und hast 20 Kinder. Und ich habe gesagt, das ist ja nur 50 Cent pro Kind. Schnapper. Ich habe in dem Moment kurz auch nachgedacht. Hast du kurz nachgedacht? Aber da Mathe bei mir so hundsmiserabel schlecht früher war, habe ich mir nicht die Mühe gegeben, wie früher schon. Also zwei Dinge dazu. Quasi live zu rechnen, ist immer scheiße. Erstens mal. Zweitens, weil jetzt ich im Büro annehme, so, du hast Mathe studiert. Ja, sicher. Das hat mit Mathe studieren gar nichts zu tun. Doch. Nein, ich bin ja kein Taschenrechner, sondern Mathematiker. Okay, aber die Rechnung liegt nahe. Also da merke ich schon beim Aussprechen, da hinkt's gewaltig. Ja, und drittens, das sage ich jetzt nicht, weil das, sonst wird das Video gesperrt. Gut. Ja, also es sind natürlich nicht 50 Cent, sondern 5 Euro pro Kind, pro Einheit. Bist du dir sicher mit den 5 Euro? Ungefähr. Ich muss ein bisschen Unsicherheit streuen. Nein, ich bin ziemlich sicher. So, Johannes. Gut. 55 Minuten. Ja, also sind doch wieder geworden. Haben wir es wieder. Also, Mission
Lukas 2039. Ja. Haben wir am Start. Sehr gut. Schwabünchen an Kunstrasen übrigens. Ja, genau. Und eine Outdoor-Soccerhalle. Also. Also, da sind die Voraussetzungen optimal. Nicht Mission, sondern Projekt. Projekt, Entschuldigung. Ja. Kopfballpendel müsste ich gucken, ob sie haben. Kannst du selber im Garten stellen. Das wäre geil. Ich baue mir so einen Kopfballpendel im Garten rein. Ja. Um mich herum haben sie alle die Deutschlandfahnen hängen am Fahnenmast. Ja. Und ich baue so einen Kopfballpendel. Super. So einen richtig schönen, schweren Lederball, den lässt du auch immer draußen. Du nimmst so einen alten Tango von früher. Ja, und den lasse ich immer hängen, dass der danach im Winter wird, richtig schön. Wenn er nass wird, ist es schwer. Gut. Das Problem ist nur, er kann noch nicht springen. Er macht immer so, wenn er springen soll. Aber er hat schon diese Bewegung drin, damit sehe ich es schon. Also, du siehst es schon vor Trampolin. Dir. Da muss ein Trampolin her, da irgendwie dabei. Ja. Ja. Also da müssen wir arbeiten dran. Gut. Sehe ich schon. Wir brauchen Schnellkraft und Kopfballstärke. Sehr gut. Also, ja, dann, Johannes, sind wir beim Ende. Beim Ende. Nächste Woche, Michael, Ferien. Ja, da muss ich mal schauen, weil nächsten Donnerstag, weil wir mal aufnehmen, hat mein hochtalentierter Innenverteidigersohn Geburtstag. Ist dein Sohn auch Innenverteidiger? Hm? Ist dein Sohn Innenverteidiger? Mhm. Ja, super, aber groß ist der nicht, oder? Wird schon. Ja? Na gut. Bei euch zwei, für deine Frau und dir, wird das nix mit der Größe. Naja, komm, 1,85 kriegen wir schon hin. Ja, dann wird es halt der Kleine, daneben Antonio Rüdiger steht. Ja, aber wie hieß denn der von Italien damals, der? Ja, stimmt, Cannavaro. Cannavaro, oder? War das? Ja. Ja, also. Der ist sogar Weltfußballer. Siehste? Sì, claro. Projekt kombinieren. Weil das ja klar ist. Da haben wir aber bloß noch 4 Jahre Zeit. Ja, da musst du ein bisschen Gas geben, mein Freund. Da reicht ein Kopfballpendel im Garten nicht. Super. Gut. Ja, nächste Woche müssen wir gucken. Also schauen wir mal. Finden wir schon Termin. Ja, ich fliege jetzt erstmal morgen übrigens nach Holland. Holland? Den Haag. Ja? Ja. Zum Strafgerichtshof. Zum Herrn Henry Kuduso. Zum Henry. Nach Rotterdam später, oder? Nee, der spielt Den Haag. Aber Ado Den Haag. Ja, das sind jetzt Tabellenzweiter. Ja. Ganz interessantes Spiel jetzt gegen den Tabellenvierten. Und das schaue ich mir morgen Abend an und werde mit dem Henry. Ja, da kriege ich den Namen. Das sind so VVV. Venlo. Danke. Ich glaube, das sind die. Und wenn sie gewinnen und Tabellenplatz 1, weiß ich gar nicht, wer da drauf ist, ja, wenn die so ein bisschen dann Punkt lassen, mal vielleicht, dann sind sie plötzlich Erster. Sind die Zweiter. Mhm. Feyenoord nur Dritter, oder? Wahrscheinlich. Mhm. Feyenoord Dritter. Genau. Und Ajax Amsterdam? Die Buben, die Jungen Amsterdam, die sind Letzter in der Liga. Nee, Letzter glaube ich nicht. Nee, aber auf dem Abstiegsplatz. Das ist in der zweiten Liga. Nein, Ajax Amsterdam. In der ersten. Die erste. Genau, aber Ado Den Haag spielt ja quasi in der zweiten holländischen Liga. Ach so. Entschuldigung, ich dachte die erste Liga. Die sind dort Tabellenzweiter und können jetzt aufsteigen in die erste Liga. Ah, okay, ja, genau. Die waren schon mal in der ersten Liga. Ja, Ado Den Haag. Die spielen für einen ganzen tollen Fußball, da freue ich mich schon drauf. Okay, dann ist Erster wahrscheinlich irgendjemand anders. Dann ist es nicht WSW. Tatsächlich vergesse ich diese holländischen Namen. Aber Ajax Amsterdam ist auf dem Abstiegsplatz in der ersten Liga. Völlig irre, diese Entwicklung. Also so ein Verein mit so einer Tradition und so einer Geschichte und so vielen jungen Talenten in den letzten Jahren. Noch vor ein paar Jahren richtig guten Fußball gespielt. So diese Zierch. Diese Generation und jetzt auf einmal so schlimm. Ja, also ich habe es nicht so verfolgt, deswegen ich weiß nicht, was da genau los ist. Mein Gefühl sagt mir schon wieder, da reden zu viele mit. Sehr viele Strömungen im Verein, was ich so bloß an ersten Interviewfetzen gelesen habe. Dann bist du halt mal irgendwie auf dem 10. oder so, aber Abstiegsplatz ist schon heftig. Mhm. Ich meine, die sind ja nicht mal Champions League, die spielen glaube ich nur Europa League jetzt. Mhm. PSV spielt ja dieses Jahr Champions League und Feyenoord. Mhm. Genau. Feyenoord jetzt gewonnen. Keine Ahnung. Jetzt also gestern und vorgestern. Das fand ich auch schon. Das ist ja das, was ich dann sagen, in der zweiten Liga. Die Ajax Youngsters heißen die da, glaube ich. Die spielen in der zweiten Liga. Die sind da Tabellenletzter. Echt? Mhm. Das ist auch krass. Ja, Wahnsinn. Ja, also es ist irgendwie echt faszinierend. Ja. Keine Ahnung, was da genau los ist. Ja. Ja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So wie bei Schalke. Wieso? Schalke ist irre. Ist wie stehen die da? Ich weiß es eigentlich. Abstiegsplatz. Zweite Liga Abstiegsplatz. Ja, nein. Was willst du da machen? Hast du gar nicht gewusst. Doch, also ich habe gewusst, dass die hinten drin stehen, aber Abstiegsplatz musste. Ich hatte. Weil da spielen ja zwei drin, die ich kenne.
von Justin Yusuf Kabadayi, der von Bayern. Von Bayern, ja. Der war bei uns ab und zu im Einzeltraining. Und der Lino Tempelmann, der war auch in der Jugend bei der Fußballschule und über Freiburg, Nürnberg ist jetzt auf Schalke gelandet. Ja, hey. Ja, gut. Das, schon mal so angeschaut. Das ist natürlich für einen jungen Spieler eine Katastrophe, so eine Mannschaft jetzt mit so einem Dastehen. Ja, der Druck ist da für so einen Jungen jetzt viel zu hoch. Ja, ja, eben. Yusuf Kabadayi ist ein super Fußballer. Ich habe bloß irgendein Spiel gesehen, wo er halt dann zwei so Riesendinge einfach nicht macht, die er bei Bayern noch alle locker gemacht hätte. Und das liegt einfach daran, dass da 50.000 in dieser Arena dann diesen Stress erzeugen und du weißt, okay, wir steigen ab, wenn wir es weitermachen. Ja, und ich nehme an, da wird es auch jetzt wahrscheinlich, das Teamgefüge wird jetzt nicht so Bombe sein da im Moment. Ja, also weiß das ich sind so, genau. So gefühlt auch immer viele Legionäre, die das halt jetzt nicht mit Leib und Seele dann da ja. machen. Also von dem her, ja, ich finde es schwierig. Ja, es ist auch. Ja, deswegen. Schauen wir mal am Wochenende genauer an. Alles, dann können wir da mal drüber sprechen. Mach das. Da gibt es vielleicht auch einen ganz guten Aspekt für unser hier als Thema. Wenn junge Spieler in solche Vereine wechseln. Ja, man muss halt schon echt aufpassen. Also das ist wirklich ja. Jetzt, ja, bei Nürnberg spielt, glaube ich, auch dieser eine junge Türke. Mhm. Der ist, glaube ich, der jüngste. Ja, ja. Irgendwie. Der hat jetzt einen Elfmeter geschossen letztes Wochenende. Ja. Verschossen zwar. Aber das ist halt sowas, bei denen läuft es, glaube ich, gar nicht so schlecht bei Nürnberg. Ist ganz okay. Ja, und der hat auch seine Tore schon gemacht. Genau, ja. Und dann hast du natürlich Selbstvertrauen, dann ja. ist es eine andere Geschichte einfach. Und, mein gut, die haben dann, glaube ich, auch noch gewonnen, das Spiel. Deswegen, ja, also da läuft es. Ja, Nürnberg ist jetzt schon ein bisschen länger in der zweiten Liga und die haben sich so ein bisschen mit dieser Rolle auch mal erstmal abgefunden, ja, und wissen momentan auch, wo sie stehen, ja, wo sie hingehören. Genau, das ist ja auch so, bei Schalke ist der Erwartungsdruck aber schon wieder ein anderer. Wir müssen wieder aufsteigen. Das haben die auch gesagt. Ja, vor allem, weil das Problem bei Schalke war ja, die waren ja sang- und klanglos Letzter in der ersten Liga. Mhm. Und dann ist der Thomas Reis dahin. Mhm. Und dann haben die es ja fast noch geschafft, die Klasse zu halten. Mhm. Und dann war da so eine krasse Aufbruchsstimmung. Und dann war das quasi, okay, gut, wir steigen jetzt ab, wir gehen jetzt runter. Die Fans waren total positiv nach dem Abstieg, haben die Mannschaft richtig gefeiert. Aber wir steigen jetzt gleich wieder auf, weil jetzt läuft es richtig gut. Und jetzt ist es halt so, wie es ist. Und die fahren jetzt nach Karlsruhe halt dann, und ja. verlieren 3-0 ja, in halt, Karlsruhe. Du hast halt so einen wie den Bülter verloren. Ja, ja, klar, klar. Das ist halt ein wertvoller Spieler gewesen. Das war eben einer von denen, der sich mit diesem Verein krass ja. identifiziert hat. Ja. Ja, müssen wir mal auch mal drüber sprechen, ganz interessant. Vielleicht machen wir ja. mal so eine Folge. Und oben an der Spitze hast du jetzt beide Hamburger Vereine, gell? Mhm. Das wird auch spannend. Ja, wird es. Bin gespannt, ob St. Pauli das aufrechterhalten kann. Halten kann, ja. Und ob es beim HSV jetzt diesmal endlich mal klappt. Auch schwer vorherzusagen. Ja, mal schauen. Jo, gut. Jetzt aber. Jetzt haben wir doch wieder die Stunde. Ja, also haben wir es rumgekriegt. Gut. Also, Michi, es war mir ein Fest. Volksfest ebenso. Und wir sehen uns, ja, wahrscheinlich nächste Woche. Ja. Gut, bis dahin. Ciao, ciao.